Witz ist, nicht immer leicht, ein cooler Typ wie Rex Abenteuerbeste zu sein. Man muss so einiges drauf haben. Es ist ja nicht so, als ob ich die Zeit hätte zu erzählen, wie ich die Raptoren gefunden und dazu gebracht habe, sich meiner Crew anzuschließen. Da war ich also, im gefährlichen und unerforschten Dschungel und kümmerte mich um meinen eigenen Kram wie üblich. Diese Raptoren hatten bereits Möglichkeiten. Doch mit ein bisschen Training konnten sie Rex-tastisch werden. Ich beschloss, zum Computer im Haupthangar des Schiffs zu gehen. Doch irgendwas stimmte nicht mit der Tür. Ich musste den Computer vorbereiten, um meinen Raptoren-Trainingsplan cleveres Kärtchen zu laden. Ein Teil meines Trainings war es, den Raptoren das Fliegen beizubringen. Schließlich stammten sie von Vögeln ab. Wie schwer konnte das sein?
die ganze Sache wurde langsam etwas zu heiß. Natürlich trat ich in Aktion, um den Tag zu retten. Raptoren brauchten offenbar eine kleine Demonstration meines Flugtalents. Diesem Wunsch kam ich natürlich nur zu gern nach. Wir legten einen guten Start hin, doch mein Training hatte gerade erst begonnen. Besser als eine Raptoren-Crew? Eine Skateboard-fahrende Raptoren-Crew! Das weiß doch jeder. Thank you.
Für meinen Skatepark bedurfte es noch ein wenig Arbeit. Aber nichts, was ich nicht hinkriegen würde. Nach dem Aufbau war es an der Zeit, meine krassen Skills auf dem Skateboard fortzuführen. Ziemlich gut. Ich musste nur noch eine weitere Sache erledigen. War schon immer auf Erfolg aus. Auch diesmal wurde es rextastisch. Und so wurde aus meinem Raptorentrupp ein bestens ausgebildetes Elite-Team. Das Zeitgetriebe war auf meinem super abgefahrenen Abenteuer beschädigt worden. Nur gut, dass ich immer jede Menge Ersatzteile an Bord habe. Ich hatte eins der Teile gefunden, brauchte aber noch mehr. Let's go.
Die Suche verlief gut. Ich musste nur noch ein Teil finden. Nun, da ich alle Teile gesammelt hatte, musste das Zeitgetriebe nur noch repariert werden. Mit meiner vorbildlich trainierten Raptoren-Crew war die Arbeit in kürzester Zeit erledigt. Apropos Zeit, ich musste noch wann hin, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich war bereit, mein Schicksal zu ändern und mein Leben so abgefahren zu machen, wie es immer hätte sein sollen. Ich bereue nichts.
Yeah.